Es geht um die Reparatur der Buchse, wo das Kupplungsdruckstück gelagert ist. Also in diesem Getriebedeckel ist der Sitz komplett kaputt. Also dort, wo der O-Ring abdichten soll, da ist eine große Rille drinnen. Das kann nicht mehr richtig funktionieren und da würde dann das Druckstück verkantet auch und das wird dann immer schlimmer und ist natürlich nie dicht. Das gehört ausgebuchst, das mache ich mit einer Messingbuchse. Dazu wird einmal der Durchmesser größer aufgefräst, also ausgespindelt, in diesem Fall auf 25 mm. Die Buchsen sind aus einem Messingrohr gemacht, abgelenkt und in die Deckel eingepresst und noch zusätzlich mit Lagerkleber eingeklebt, damit sich da auf keinen Fall irgendetwas löst. Die müssen jetzt noch ausgespindelt werden auf den Durchmesser des Kupplungsdruckstücks.